So. Und jetzt ist es so, jetzt muss man sich ja mal versuchen, ein Gesamtbild von der Theorie von so einem Universum zu machen. Und das Problem ist, die Wechselwirkung zwischen den Galaxien, die ziehen sich ja an, das ist die Gravitation, also die Schwerkraft. Das heißt also, man braucht eine korrekte Theorie der Schwerkraft, um sowas zu beschreiben zu können. Und man hatte halt bis jetzt die Newtonsche Theorie der Schwerkraft. Und man kann zeigen, und das ist sehr ärgerlich, dass man im Rahmen der Newtonschen Theorie eigentlich kein richtiges Kosmologie machen kann. Das passt hin und vorne nicht zusammen. Da kriegt man nicht die Randbedingungen hin. Und insofern war halt lange Zeit die Vorstellung, dass unser Universum, also unser Kosmos, halt einfach unsere Milchstraße ist mit den 100, mit den vielen Sternen und mit den anderen kleinen Nebel drin. Und die erste richtige Theorie, die hat dann Einstein gemacht. 1916 hat er die allgemeine Relativitätstheorie aufgestellt. Und die allgemeine Relativitätstheorie, das ist die exakte Theorie der Gravitation. Also nicht, dass dadurch Newton falsch wurde. Das soll man nie meinen. Wenn Physiker irgendeine Theorie aufstellen, dann ist sie immer richtig. Die Frage ist, in welchem Bereich. Das heißt also, die Newtonsche Theorie, die 300, über 300 Jahre alt ist, ist natürlich immer noch eine korrekte Theorie der Gravitation für kleine Gravitationsfelder, für schwache Felder und für kleine Geschwindigkeiten. Das heißt also, die Aufgabe des Physikers besteht eigentlich darin, wenn eine Theorie aufgestellt wird, wie lang gilt die, sozusagen die Grenzen zu erforschen. Und es ist also nicht so, wenn dann eine bessere Theorie kommt, wie zum Beispiel allgemeine Relativitätstheorie, dass dann die Newtonsche Theorie über den Haufen geworfen wird, sondern die gilt nach wie vor für einen gewissen Bereich. Aber die allgemeine Relativitätstheorie enthält natürlich im Limes kleiner Geschwindigkeiten und also im Grenzwert, das klein sind und kleine Gravitationsfelder, geht die natürlich in die Newtonschen Theorie über. Aber sie gilt halt allgemeiner. Ja, und als Einstein diese Theorie 1916 formuliert hat, hat er sich sehr bald auch überlegt, dass man damit im Rahmen dieser allgemeinen Relativitätstheorie jetzt tatsächlich in der Lage ist, eine Theorie vom gesamten Kosmos zu machen. Und das hat er also bereits 1917 versucht. Und da ist Folgendes passiert. Also, wenn Sie sich, und da können Sie den Einstein eigentlich keinen Vorwurf machen, das ist irgendwie war das einfach drin. Wenn Sie sich den Himmel angucken, dann haben Sie das Gefühl, das ist statisch. Nicht? Da passiert nichts. Das ist ein statisches Universum. Und das wollte natürlich Einstein auch haben. Das ist so ein naheliegender Gedanke. Jetzt ist aber dummerweise so, wenn Sie jetzt die Galaxien, so wie diese Suppenteller da im Raum verteilen, und die ziehen sich gegenseitig an, dann bleiben die ja nicht da stehen, sondern die fangen an, zusammenzustürzen. Jeder Suppenteller zieht den anderen Suppenteller an über Gravitationswechselwirkung und dann fällt das ganze Klump zusammen. Das heißt also, im Rahmen der Einsteinschen Theorie zunächst mal gab es kein statisches Universum, weil ja das durch die Anziehung ging nicht, ne? Klar. Und dann hat Einstein sich seine Gleichungen nochmal angeguckt und hat festgestellt, ja, die haben eine gewisse Bedingungen abgeleitet, was die für Eigenschaften haben sollen und das eben Limes an Newton übergehen und so weiter. Hat festgestellt, man kann da noch irgendwo einen Term hineinfummeln mit einer Konstanten, Lambda G menü, also ein Term in die Einsteinschen Gleichungen. Und dieser Term bewirkt, also dieses Glied, dieses zusätzliche Glied in den Einsteinschen Feldgleichungen, bewirkt, dass die Gravitation in großen Abständen abstoßend wird. Und dann hat Einstein gesagt, wunderschön, da kann ich mir ein statisches Universum basteln, indem ich einfach diese Konstante, die vor diesem Term steht, so bestimme, so groß mache, dass bei der gegebenen Abstand und Dichte der Galaxien die Anziehung der Galaxien, die ja von dem Abstand abhängen, ja, genau durch diese Abstoßung kompensiert wird. Und damit hat er ein statisches Universum konstruiert mit einer Konstante und die hat er kosmologische Konstante genannt. Und das war also, da war er dann irgendwie sehr stolz und hat einen erstmal sozusagen ein wirklich in sich geschlossenes Kosmologie gemacht mit dieser kosmologischen Konstante. So. Und jetzt ist Folgendes passiert, dass eben die Fernrohre immer besser wurden.